Also definitiv ein Highlight, dieser Hintergrund. Ja, willkommen zu... Burger Time. So anyway, like, obviously not the event. Is it okay, but like... So Happy's Humble Burger Farm. Ich hab dran gedenkt, Leute. Ich hab dran gedacht, Leute. Keine Sorge. ein Horrorspiel, das 2021 auf dem PC rausgekommen ist. Sieht, ich bemühe mich. Ich versuche mein Bestes. So. Ja, erstmal Burger frittieren. Wir schmeißen die Patties einfach irgendwo hin. Ja. Und kreieren die Burger. Und füttern die Leute. Und wir sind im Endless Mode. Wodurch wir halt schon mal sehr viele Sachen freigeschaltet haben. Marathon, Warte drücken. Upscha. Ja, sorry, vergessen. Oh, praise the bun. Also im Prinzip, wir müssen alle Bosse bekämpfen, um halt weiterzukommen. Wir werden sehr viel Kaffee trinken, weil Kaffee macht uns schneller. Mit den Automaten interagieren. Sachen aufsammeln, weil das brauchen wir später. So. Safe and quit. Endless Mode. Endless Mode hat, wie gesagt, weil wir dadurch halt alle Eventflex freigeschaltet haben und sowieso am besten alle Bosse bekämpfen können. So, wieder durch die Stadt gehen. Also im Prinzip der Grund, wieso wir im Endless Mode sind, ist einfach, weil das verhindert, dass wir halt arbeiten müssen. Beziehungsweise, dass wir halt Ingame-Tage warten müssen, ehe wir weitermachen können. Stattdessen, ja, wirpfen ist die Schätzfortbewegungsart und Weise und versuchen alles aufzugrabbeln, aufzusammeln, was halt ist. Darunter auch Geld oder Rubbellose. Da waren wir kurz im Restaurant. I bought this delicious and nutritious mashed peas and carrots bar. I can't read the rest of it. Can I rotate this? I can totally rotate. I can rotate. We can read the nutrition facts real quick. Das sieht, mein Screen ist wirklich top. Just kidding. It's for breaking glass. So. Hier wieder Sachen sammeln, den Wecker. Und wir haben zu Beginn halt nur 4 Inventory Slots und dann später kriegen wir einen Rucksack. I've never seen that shadow look like that. That's a bad sign. I think everything's fine though. I hope everything's fine. Okay, there we go. Flash. Go to work. Wir sollen zur Arbeit gehen. This is a theme. I'm gonna be drinking so much coffee this run. Ah, mal sehen, ob wir das auch tun. My blood is caffeine. Wir kommen zum ersten Bosskampf. Wir kommen langsam aber sicher zum ersten Bosskampf. Wir schalten alles an. Und dann sehen wir Big Pig Guy. Sammelt ihr. So, Big Pig Guy.
Wie besiegen wir ihn? Indem wir ihm einfach drei Popping Pork Sandwiches geben. Und dann platzt er, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da sammeln wir noch Potenzial auf. Und Batterie und so. Schmeißen ihn dem Boss zu. So, die Patties sind auch gleich fertig. Erster Burger, fertig. Nächster Burger ist auch gleich fertig. Ah, Vorsicht, der hat gleich keine Lebensenergie mehr. Aber deshalb geht jetzt auch wieder zum Automaten. Füllt wieder Lebensenergie nach. Ja, die Regel geben Lebensenergie. Wir sehen halt unten seine Lebensenergie und seine, ja, ich sag mal, Stamina-Leiste allgemein. Sehen auch das Inventar. Nächster Burger fertig. Ich schmeiß ja auf den Boden. Auch das Patty. Das Patty ist jetzt schön dreckig geworden, schön ungesund. Weil Burger sind ja allgemein ungesund. Der nächste Burger fertig. Wir sammeln alle drei auf und füttern die diesen Typen, der jetzt gleich, ja, bumm. Da holen wir unsere Sachen auf, gehen durch, hintergehen mit dem Tresor und haben Crafting-Rezepte. Und wieder meint das Spiel zu crashen oder pseudo-crashed. Burger sind gesund für die Seele. Ja, wenn du das meinst, Mondschein. So, schmeißen wieder alles auf den Boden. Verlassen das Haus. Das heißt, erstmal interagieren wir mit dem Automaten, weil wir halt wieder ein paar Sachen brauchen. Und jetzt sind wir hier in diesem Crafting-Bereich, wo wir halt aus diesen Seiten, die wir jetzt eben zufällig zusammengedroppt haben, neue Sachen craften können. Wie zum Beispiel eine Bombe. Oh, ich habe gerade Burger bestellt. Ja, dann guten Appetit einfach, Jan. Nächste Einkaufstour. I think that was because we loaded a run earlier, so that was bad. Normally we can like interrupt this guy's annoying speech, but yeah. Und er interagiert mit diesem Kopf. Losen Kopf. Jetzt wird gecraftet. Oopsie daisy. Yeah, give me this. Thank you. Grabbing that, I think. Ein Horrorspiel, genau. Und das ist jetzt ein Hacking-Minispiel. Muss jedenfalls sein. Was wir jetzt hoffentlich schaffen. Open. Also wir kriegen jetzt Geld, wir kriegen einen Rucksack, damit haben wir jetzt, mehr. Deshalb haben wir jetzt mehr Inventory-Slots. Und wir craften wieder. Und wieder ein Keypad-Hacker. Und wieder geht es Dangerous to Take Alone. Take two away. Wow, diese Puns. Inventory-Slots und Burger-Slots. Also in den Noten, die er halt den Runnern, den Kommentatoren hinterlassen hat, steht was von Inventory-Slots. Seed-System. Gordon B-Man, ja, aber das hat er dadurch übersprungen, dass er halt im Endless-Modus ist. Mr. Santa's Burgers, okay. Er ist halt im Endless-Modus und dadurch muss er halt nicht arbeiten. Aber er muss halt trotzdem die Bosse besiegen. Und jetzt kommt Stichwort Boss. Jetzt kommt gleich der nächste. Erst wieder hacken. Wieder Utensilien einsammeln. Also wenn er das fällt, dann muss er gleich wirklich Geld holen.
Okay, jetzt geschafft. Das ist open. Es ist offen. Schubst dich mich, meinst du gar, wahrscheinlich nicht. Du bist ja schließlich lang genug bei uns, um zu wissen, dass ich das nicht das runner. Dann habe ich das beim Streamer gesehen zu haben. Okay. So, wieder. Ignorieren. Den Leitungen folgen. Die Gegner ignorieren. Safe and quit. Alright. Okidoki then. You won't like it when it's mad, lol. Diese Anspielungen sind wirklich genial. So, nehme die Uhr auf und denke, dass wir jetzt wieder was craften werden. Haben eine Burgerbombe erhalten. Der Bluescreen gehört zum Spiel, genau. Okay, so I need to go over here. I gotta slurp this coffee. I gotta ein paar Items einsammeln. My backpack, otherwise it despawns another coffee. I need so much coffee. This game is all about coffee. Und es müsste wirklich jetzt langsam soweit sein, dass wir. Not more than this character though. The main character of this game, just it's his lifeblood. Anyway, we're gonna jump in here. Nächsten Boss attackieren. Small coffee there. There's three sizes. That just depends. All it does is affects how long the coffee lasts for. Is this left click or is this E? I don't remember. It's E. Okay. Bombe platzieren. That throws a bomb that can hurt me. I don't want to be dead yet. I want to be dead later though. Bis frei, gehen durch das Loch. For speed. I'll point it out later. It's like a cool glitch actually. It's like one of the only glitch. Oh yeah, drink this coffee because I need it. We're in some kind of trash zone. These things are exploding. That guy has to hurt me because he's mean. I'm gonna grab a brick. We're gonna throw it at a thing to activate an elevator. This runs very simple. I'm glad you're all following. Okay, my sound went down, so. We're in the facility. I'm gonna have to not get my head like smashed by this. Stupstich ist schon. Also, ist schon seit langem Teil der Jumpage Community. Also, der müsste uns eigentlich kennen. Don't you dare squish me. I will be slightly angry. Alright. Und zumindest habe ich den Namen schon mal öfters bei uns im Chat gelesen. What are we doing? Am I some kind of weenie? I did weenie hut junior strats on accident. Brüche wiederholen sich. Sammeln Sachen auf, also aus Zutaten. Burger, Käse. In case you're not confused yet, yeah, Salat. This happened now, this area. Keep up, we're moving fast here. Anyway, this is probably und wir wait for this thing to do a thing. Yeah, go for it. One donation. Wir müssen jetzt dieses Puzzle lösen. The community is showing up and showing their love. We have $25 from Ethan saying, I'm super excited to see Teddy Raz, one of the funniest GDQ runners ever. Go for another one. I'm getting crappy cycles. All right. Then we also have $15 from Fanta's Mastiff saying, good luck, Teddy. That crowd is going wild for burgers. Haben wir die Sachen auf? $50 just sitting here. Look at the bottom right. I don't know why, but that's cases from doing so much work. I threw lettuce through a vent. That's normal. I don't need this. Dann haben wir die nächsten Utensilien auf, die Zwiebelringe. That goes my backpack. The backpack is so useful. Here's Charlie Chicken. I hate him. He's gonna poop eggs over and make my. Why is there one in the vent when I arrive extra health? We're fine. Let me. Small buns. I need bottom bun. We're gonna store a bunch of these on the fridge because that's what we do. I need to start cooking these patties. The patties are on a timer, you know. Und ich mache einen schönen Burger. Trinken Kaffee, weil Kaffee macht uns schneller. Four lettuce, which is conveniently like right there, one in there. You know, keep track of this. I messed up a burger order like. Und mit diesen Burgern, mit diesen Chicken Sandwiches. Werden wir jetzt gleich den Boss töten. Okay,
Bevo, was ist das, John Hilton? Kann man das essen? Schmeckt das gut? Lass dich überraschen. Es stupst dich. Ist nichts für dich, Ziff. Das hat doch diese Hand nehmen, lol. Müssen das irgendwie reparieren, okay? Weil das ist alles noch Vorbereitung dafür, dass wir jetzt gleich den Boss töten können. Ah, okay. Die waren übrigens, also die sind getimed, der allerdings ein bisschen merkwürdig ist. Er kann nicht alle drei auf einmal werfen, also kann nicht alles auf einmal reparieren. Manchmal muss er halt, ein paar Sekunden warten. Happy Deluxe, which is that's the regular burger, which but there's no cow boss. We're gonna skip the cow boss. So, I need that. Die letzten Burger herstellen. I did not mess up. I have all the ingredients. We did not mess up these burgers. But do I survive killing Charlie? Because oh yeah, spoilers. We're killing the boss, by the way. That's und mein Kaffee trinken. Video game when there's a boss. Sometimes you skip him in speed runs. I don't know why you would. Oh, I Charlie, this is bad. I don't want him on me right now, actually. I need to get in the room, you know, by myself. Charlie, please leave me alone, because these burgers take forever to throw, and this thing's jank. Oh my God, Charlie, leave me alone! I'm trying to do a speed run here. He's interfering. Okay, this is. He's gonna poop more eggs. Don't go back. Was ist glaube ich gerade das Monster wegklocken? Why does this always happen in marathons? He should have been like back there in the pickle zone. Like I love the famous pickle box. I come here every year with my chicken children, but no, he's in there. Guarding that thing, the box where I need to lure him to later. You're earlier. He's off his mark, Chad. Das Monster ist übrigens das Bossmonster. Und wir haben jetzt die letzten Burger reingeworfen und jetzt muss das Monster nur noch diese Burger futtern. I don't want to be this okay. There's a bomb in this vent. I've taken damage too early. That's okay. I've ducked. Oh, we got the problems. Hell yeah. Okay, this is going bad. I can normally just kill him with that, but. Charlie ist das Hündchen, das dieses Hundbossmonster. Und den Trashbrook passt möglich. Und ich glaube, damit ist das Chicken down. I'm not panicking, I'm having a great time. We're out of here, we're good, we lived. Okay, I have the one HP I needed. We're fine. Everything's fine, okay. So. 6:30 in the morning. Damit hätten wir das, glaube ich, erledigt. I'm going to bed so hard after this. Anyway, here's a crafting recipe. We get those after every boss. This coffee kills me. I don't need this yet. I want to die later, but right now I need to live. So, sterben. Und bewusst, weil wir dadurch halt ein bisschen was skippen. Eine lange Lore-Sektion, aber das ist halt irrelevant. Yeah, we're gonna escape from the giant fish, who's normally a smaller fish, because, yeah, the theme, by the way, because, there's this mascot, this restaurant has five mascots. They're, all of them are bosses in some way or another, like, this one just gets a dumb chase sequence, so does the cow, but we're skipping that one entirely. I'm not even gonna look at the fish, I try to give him the dignity of, like, you know, looking at him, but, oops. Anyway, we're gonna go outside and everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine when we get outside here. All right. Ich habe keine Ahnung, was die Lore ist. So, Kaffee trinken, weil wir sind dann wieder schnell. Ich habe mich jetzt mit der Story des Spiels nicht wirklich auseinandergesetzt. So, und wir haben jetzt übrigens gerade ein Rezept für einen bisschen Helm eingesammelt, den wir jetzt erstmal gleich craften müssen.
Und der ist halt wichtig. So, dass wir nur noch ein HP haben, ist in Ordnung. Das ist so vorgesehen. Sammeln wieder ein paar Items aus. Save and quit. Okay, everything's fine. I haven't screwed up the run yet. There we go. Okay, I need to craft a helmet which will kill me. This is the first time I'm dying. Okay, here we go. That and then this and then we'll never have to hear him talk again. Und craften jetzt den Helm. Stupid robot. I can throw this jack-o'-lantern at him. Excuse me. He's going to stare at you the whole time. Okay, I'm going to die and then now you can just read donations. So, wir haben nur noch ein HP. Und wir werden jetzt einen Glitch ausüben. Wir trinken halt Kaffee, der schlecht geworden ist. Und dieser schlecht gewordene Kaffee müsste uns eigentlich töten. Was aber in der Sektion des Spiels, wo wir uns gerade befinden, lol, platziert Burger, lol. Gibt es. Ich weiß es gerade nur den Namen nicht. Muss jetzt gerade warten. Also eigentlich ist es so, dass er müsste sterben in einer bestimmten Sektion in der Kanalisation. Wo wir normalerweise von dem letzten Monster, dem Kuhmonster, gejagt werden. Aber durch diesen Tod, wird das nicht gespawnt. Das spawnt schon, aber wir können dann gleich direkt diese ganzen Sektionen skippen. Und es überspringen dadurch eine zweiminütige Cutscene. Ja, merkwürdig trifft's gut. Mibio. So, wir sind tot. Und haben die Cutscene übersprungen. Mal den Kaffee trinken und auf geht's zum letzten Monster. Jetzt müssen wir wirklich Kunden bedienen und können hoffen, dass diese Kunden dann Wünsche haben, die wir schnell erfüllen können, damit wir dem Kuhmonster einen Kuhburger geben können, der es dann letzten Endes umbringen wird. Wir bereiten halt sehr viele Speisen vor. Nicht wundern, wenn der gleich sein oder andere auf dem Boden landet. Das ist alles in Ordnung, wenn das dann auf dem Boden landet. Der ist ja eh dreckig. Kommt ein bisschen zusätzlicher Nährstoff mit hinzu. Ist er ja auch. So. Den anderen ist ready. Wir werfen die fertigen Sachen auf den Boden, damit wir sie gleich einsammeln können. Zack. Und erledigt. Boom. Und bleiben noch 4 Kunden. That's where you store patties, by the way. Any fast food restaurant worker knows this. So throw them on the floor, the customers won't notice. And then there we go. Another customer's here. Order a happy cola and nothing else. I dare you. You suck and I hate you. Jetzt nicht ganz gesehen, was jetzt vorbereiten sollte. I don't have one prepped already. 1, 2, 3, and then, oh my god, okay. Which one's the foul? There we go. Okay, I need to make another chicken sandwich.
strawberry malt. Did I blended that, I hope. Okay, good. Strawberry is the middle one. Ne, gehen wir her, würde ich sagen, das ist ein Meckers. Get out of my restaurant. He'll explode. Oh, come on, jump. Do a duck jump. Baby, der will ja. Okay, I need to cook more of these. Wenn Himmelgott abgeht, wir müssen Kunden bedienen, dann irgendwann kommt ein Kuhmotz, dann das müssen wir auch bedienen. Und dann servieren wir ihm ein Kuhburger. Oder du meinst mit dem Runner, das ist ein Greenscreen und ja, ein Publikum, ein imaginäres. Why would okay, whatever. Fantastic foul, these are done at least. Oh god, why would he okay, good luck here is they order like things I've made already, like the fish or that, which require no more prep. No pickle, right? No pickle. If I put a pickle on this, so help me, I will be pissed. I'll be as pissed as a pickle, as they say. Who says that? It's chocolate malt. Okay, let's get over the counter. What is happening? There we go, thank you. Und der nächste bitte. So, Müll wegbringen, muss auch sein. Und da war das Kuhmonster. Ich habe keine Ahnung, I'm too old for this. Get chased by a really slow-moving farmer. No. Get the chicken patty on there. Then we get the bun. Oh my god, there we go. I made three sandwiches, everyone. Please clap. I can't hear it, but please clap. I'll know. I can feel it. It's like the spirit bomb or something. Where are we? What do you want? Happy Cole on a plate, please. T-bone steak, grilled fish. Good order. I can just do this and then it's over. Senfgurken, lol. Except it's not over. So, jeder Kunde zur Zufriedenheit erledigt. Here's our boss for later, but yeah. This part is hard. If I fall off, it's a problem. Oh, I almost fell off. It's almost a problem, because now, guess what? There's lava down there! Und ich glaube, wir haben das Kommando eben besiegt. They have just like straight up the same hitbox as like the shape of them, which is annoying. So I could fall off these and we'd be in a sticky situation, but we didn't get burned by lava. We're good. Everything's good. Everything's fine. Everything's okay. Okay, there we go. One more customer. I don't know what he wants, so I'm gonna start throwing random junk on the grill and hope he doesn't order grilled food. Just Happy Cola on a plate. Here's how you prep a Happy Cola. I have your Happy Cola. Get the frick out of my restaurant. Ich meine, noch einen Kunde und dann müsste das Kommotze kommen. Keine Ahnung, wie es eben in die Luft gegangen ist. If only Coach put me in. Look, come on. That's such a good toss, man. Anyway, what am I talking about? Am I quoting Napoleon? What am I doing? Anyway, what do you want? He's not here. He's here. What do you want? Fantastic foul! Okay, they've ordered the worst orders. In the we're losing time here. We're behind schedule. Chocolate malt, okay. And they're ordering the slow orders. This is the biggest luck-based section. Wieder die Sachen auf den Boden werfen, könnten wir gleich brauchen. No cheese, okay. They're slowing the rundown. They're slowing the marathon down, these customers. What are they doing? Restaurants would be so much easier without customers, you know? Or maybe harder, I don't even know. Someone makes sense of that. I'm a little tired. Here we go. So, servieren. We're done. Oh yeah, I need to get my farmer plate out so I could kill him. In der Plate mit den Cowburgern. All right. Okay. Und ab durch die Mitte. That's pretty much it for the speedrun. We have whatchamacallit here at the end here. We have a clip. I can do a clip if I find the spot, which is hard to find, but I could do a clip. Anyway, I guess we'll do our outro now because we gotta get this marathon moving. First of all, shoutouts to me. I'm great. I was this couch not real by the way. Like you see, the real Lichtisis, he would not pop just like this. Oh my god, man, wow, Fachkraft. No, not him. You think that's summoning salt? That's speed ducks. That's not real. This is a fake couch. It's just me up here. Follow me on Twitch. Keine Ahnung, was er da noch machen muss. Das habe ich mir nämlich nicht notiert. Also Zeit endet, wenn der Bildschirm vollkommen schwarz wird. Ah, okay, wir müssen an einem bestimmten Spot bleiben, dann wird das Kuhmonster diesen eindrücken und dann sind wir frei. Wir haben Hunger, lol. Thank you for having me. We're done. Get me out of here. The crowd is hyped for this run. There's so much burger going on here. 29:39. Oh, ist eine gute Zeit.